Ein 25-jähriger Betrunkener hat in der Nacht zum Samstag in Esslingen aus bislang unbekannten Gründen Pfefferspray offenbar wahllos gegen eine Personengruppe in der Martinstraße versprüht. Dabei wurden 8 Personen leicht verletzt und erlitten Atemwegsreizungen. 4 Rettungswagen, ein Notarzt und der Einsatzleiter Rettungsdienst waren im Einsatz. 7 Verletzte konnten ambulant vor Ort behandelt werden, eine Person musste jedoch in eine Klinik verbracht werden. Der Täter konnte durch Zeugen überwältigt werden. Erst als die Polizei eintraf, beruhigte sich der Täter und konnte schließlich widerstandslos festgenommen werden. Eine Begründung für seine Tat lieferte der Betrunkene dem Beamten jedoch nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.